Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Stadtwahl Kirchen, in dem wir Ihnen wieder eine unserer Neuigkeiten vorstellen möchten oder eine Baumaßnahme auch präsentieren möchten. Es ist der Ausbau der Kläranlage Waldkirchen. Die Kläranlage Waldkirchen muss im Rahmen des Wasserrechtsverfahrens ausgebaut und umgebaut werden und natürlich auf den neuesten Standard da gebracht werden. Wir haben ja diese Auflagen schon seit vielen, vielen Jahren. Aber jetzt läuft das Ganze irgendwann mal ab und unsere Fristen laufen ab und wir sind verpflichtet, die Kläranlage auszubauen. Ich möchte Ihnen kurz vorstellen, was wir da genau machen. Wir haben insgesamt 4 Bauphasen. Die erste Bauphase ist eigentlich schon erledigt. Das war erst einmal der Grunderwerb neben der jetzigen Kläranlage und dann die Anpassung dieses Überschwemmungsgebietes. Die zweite Bauphase, die ist im Heuer und das ist natürlich auch die kostenintensivste Bauphase, die wir haben. Das ist der Bau eines neuen Regenüberlaufbeckens, dann ein Filtratwasserspeicher, ein Belebungsbecken zusätzlich. Wir haben bisher 2, da kommt ein drittes dazu. Dann kommt der Verteilerbauwerk vor Belebungsbecken, dann ein Grobrechen, ein Sandfang und Umbau des Rücklaufschwammpumpwerkes. Also sehr schwierige Wörter, aber schwierige Maßnahmen, die wir da umzusetzen haben. In der dritten Bauphase wird dann das bestehende Belebungsbecken nochmal umgebaut und auch erweitert. Und wir haben dann in der vierten Bauphase einen Umbau unseres Nachquerbeckens zu machen. Wir reden von mehreren Millionen Euro, was das Ganze kostet. Sie alle wissen, bei Wasser und Abwasser müssen kostendeckend gemacht werden. Das heißt, es werden wahrscheinlich in den nächsten Monaten auch zusätzliche Kosten auf uns Bürgerinnen und Bürger zukommen. Wir werden uns im Stadtrat darüber unterhalten, wie wir das möglichst moderat verteilen, ob wir es über den Wasserpreis machen, über den Abwasserpreis oder ob wir es über Einmalbeiträge machen oder in einer gemischten Form, ob man es in mehreren Raten macht oder wie auch immer. Letztendlich werden diese Baumaßnahmen jetzt alle durchgeführt werden müssen und wir müssen dann eben schauen, wie wir letztendlich die Beträge auch auf unsere Bürgerinnen und Bürger verteilen. Sie sehen hier den Bestand der Kläranlage, wie es jetzt ist. Wir haben hier diese insgesamt 4 Becken. Wir haben dieses Grundstück hier zusätzlich im letzten Jahr erworben und müssen auf diesem Grundstück jetzt natürlich auch weiter bauen. Wir haben hier rund natürlich die Erlau, was Überschwemmungsgebiet ist. Das heißt, wir haben auch hier dementsprechend eine Angleichung des Geländes vornehmen müssen in den letzten Monaten. Aber wer vorbeigefahren ist, hat das ja auch gesehen. So wird es dann zukünftig ausschauen. Wir werden also hier 3 Becken haben und hier 3 Becken haben und haben hier eine Erweiterung insgesamt dieser Kläranlage. Sie sehen das, was da alles zusätzlich gebaut wird oder auch umgebaut wird. Wir haben hier, sehen Sie es, die ersten Geländemaßnahmen, wie das schon stattfinden. Sie sehen es auch hier nochmal, wir haben größere Erdbewegungen, um das Überschwemmungsgebiet hier abzusichern und werden, wie gesagt, in den nächsten Wochen oder Monaten mit dem Bau beginnen. Ich denke, es ist eine sinnvolle Maßnahme und es ist eine Maßnahme, die wir jetzt auch schnell durchziehen müssen, um das Wasserrecht im Waldkirchen auch wieder zu bekommen. Und deswegen freue ich mich, dass wir viel Unterstützung haben. Bei uns natürlich, bei den Stadtwerken, natürlich auch bei den Mitarbeitern hier in der Kläranlage oder durch die Planungsbüros und durch die Firmen, die das Ganze jetzt dann betreuen werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir freuen uns, wenn Sie unser Video auch teilen und auch liken.